Und wir sind schon wieder ein ganzes Stück mächtiger geworden. Kahelion, Meister. Ich werde dich stolz machen. Und Kord, Meister. Ich werde dich stolz machen. Die Truhe lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Pyromantieflamme und Feuerball. Das können wir dann ja auch nutzen, oder? Wir gucken uns das Ganze mal an. Hier haben wir die. Eine von Pyromanten verwendete Flammenbeschleuniger. Pyromanten erzeugen mit dieser Farbe verschiedenste Feuerkünste. Aus, um Pyromantie zu erzeugen. Stimmt die Pyromantie stärker als von der Stärke eurer Pyromantieflamme ab. Ihr könnt sie mit Verstärkung verbessern. Cool, die nehmen wir rein. Die profitiert von... Da muss ich mal eben gucken. Feuer-BNS. Die profitiert von der Feuer-BNS. Zumindest sieht es da unten so aus. Und das ist Magie. Okay. Ja, Freunde, dann haben wir jetzt Pyromantie und Zauberei. Ein Elementarzauber für Pyromanten schleudert einen Feuerball auf Gegner. Bedient euch der Pyromantie, indem ihr die Flamme als Beschleuniger ausrüstet und die Pyromantie dem Zauberei-Slot zuweist. Sehr nice. Wir haben gesehen, dass wir bei Kahelion auch unsere Pyromantieflamme verstärken können und ein Cutscene. Um es mit den Worten des Warcraft 2 Zerstörers zu sagen: Segel setzen! Tschüss, Moritz! Wo landen wir? Wir haben den Ort schon gesehen, diese Silhouette am Horizont. Oh je, oh je. Irgendwie ist mir das nicht so geheuer. Wie ein Traum. Ja, das beschreibt es ganz gut. Ein Fahrstuhl. Benutzen wir ihn. Könnte das eine Art Gefängnis sein? Wenigstens geht es mal nach oben. Das ist eine echt willkommene Abwechslung. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Ich habe doch irgendwen gerade stöhnen hören. Oh. Seele eines stolzen Ritters. Wir waren schon mal hier. Moment, war das dann bei dem Verfolgerboss? War das dann eine Art Abkürzung? Wir sind da ja auch, als wir uns ins Netz gelegt haben, sind wir auch in die verlorene Festung gekommen. Ihr erinnert euch. So lange ist es noch nicht her. Interessant. Sehr interessant. Alltägliche Frucht. Das heißt, in beiden Fällen wäre das sowieso das nächste Gebiet gewesen. Dann haben wir die richtige Entscheidung getroffen, Heides Flammenturm und den Niemandswerf zu machen, sonst hätte ich euch das nicht zeigen können. Das Leuchtfeuer ist entzündet.
Niemands Werft hatte nur ein Leuchtfeuer. Offensichtlich. Und die verlorene Festung tatsächlich hier, der ferne Turm. Und die verbannten Zellen. Also zwei verschiedene Eingänge in dieses Gebiet. Wir kehren nach Majula zurück. Cord, du musst dich mal eben zur Ruhe stellen. Wir können ein paar Stufen aufsteigen. Is that a shard you found? Oh ja. Here to see light. However. Das ist unser fünfter Flakon. Dann will ich aufsteigen. Fünf Slots. Ja, die brauche ich aber auch. Mein Gott, schon Stufe 47. Mir kommt das hier alles so schnell vor. Oder das Spiel ist wirklich nicht lang, aber das wäre echt schade. So, jetzt muss ich gucken. 21 Aufladungen, 10 Aufladungen. Das ist natürlich die Frage, wie stark das alles ist. Wir gucken mal, den Feuerball werden wir auf jeden Fall auch noch einsetzen. Dieses Seelensperrfeuer haben wir sowieso nur dreimal. Wahrscheinlich ist es ein ziemlich mächtiger Zauber. Jetzt möchte ich mal gucken, ob Carhelion sich hier irgendwo hinbegeben hat oder ob wir immer zu Niemands Werft müssen. Das fände ich doof. Denn da müssten wir uns ja auch jedes Mal wieder durch die Gegner kämpfen. Hat er sich hier vielleicht zu den... Ah. Sie sitzt am Schreibtisch. Sie pennt, oder? Vielleicht kommt Carhelion ja auch erst später wieder hier hin. Ah ne, ich glaube, er wird sich hier hinsetzen. Und Rainer Kalmons Frühstücksbuch studieren. In kürzester Zeit wird dieser Mann so an Gewicht zunehmen. Oh mein Gott. Hier ist noch nichts Neues. Aber wofür gilt dann das Feuer? Weil wir einen besonderen Gegner besiegt haben, oder was? Kale. Okay, keine Ahnung. Vielleicht hat sich auch hier jemand eingenistet. Auch nicht. Immer noch dieser, wie ist er noch? Mauglin? Mauglin? So. Ich würde gerne den verkürzten Zauberwirkzeit nehmen. Dafür nehme ich den Ring der Wiederherstellung tatsächlich raus. Zaubergeschwindigkeit 93. Ich glaube, das ist ganz gut. Und zurück geht's. Zur verlorenen Festung. Sehr interessant alles. Bisher noch kein starker Boss. Ich kann echt überhaupt nicht einschätzen, wie lange das Spiel wohl ist. Nicht im geringsten. Das sieht interessant aus und das sieht auch nach einem relativ großen Gebiet aus, wenn wir hier überall rein können. Uiuiuiuiui. Moment mal. Haben wir diesen Typ nicht schon mal getötet? Das ist einfach nur neuer. Probieren wir mal unseren großen, schweren Seelenpfeil an ihm aus.
probieren wir mal unseren schweren Seelenpfeil aus. Heidespeer. Das wird hier eine Art Gefängnis gewesen sein. Zumindest mutet es so an. Köter. Da ist noch ein Köter. Hier ist nichts. Oh Gott. Oh Gott, Quasimodo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Glöckner von Notre Dame ist entkommen. Puh. Er guckt nach seiner Hand. Hä? Warum brennt die? Kettengarasse. Was ist da drin los? Oh. Okay. Verschlossen. Kann ich die kaputt machen? Nee. Ich möchte eigentlich gar nicht rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendeine geknechtete Bestie. Ich trau dir nicht. Ich trau dir nicht. What the fuck? Das Vieh hat mich fast gewonnedet. Habt ihr das gesehen? Nochmal so ein Flammenschmetterling. Offenbar will man, dass wir hier Fackeln entzünden. Das ist jetzt... Oh, da oben. Aber ich wüsste nicht, wie ich da hochkommen soll. Das ist jetzt eine Art Innenhof hier. Ist hier irgendwas? Glück voraus. Hä? Nee. Ah. Na, gut, dass ich so wissbegierig bin. Estus Fakonscherbe, schon wieder. Jetzt geht das aber los hier. Dann wird das unsere sechste. Schon unsere sechste. Keine Ahnung, wie viel es am Ende gibt. Oh. Ich fühle mich gleich viel wohler mit so vielen Zaubern. That's not good. Nimm den großen, schweren Seelenpfeil. One hit. Ich meine, komm, seien wir mal ehrlich. Von der Abwechslung her sind die Zauber, die wir bisher haben, nicht... sehr abwechslungsreich, aber sie funktionieren. Was höre ich denn da? Durchbruch, kurz gesagt zerstören. Dieses hier? Wie soll ich das bitte zerstören? Die lässt sich nicht öffnen. Wie soll ich denn das zerstören? Nein! Nein! Moment, war das ein explosives Fass? Können wir den Typen vielleicht dazu bringen, dass er das Ding auf uns schießt und dann... Nicht schlecht. Ich habe nur das Gefühl, wir müssten dafür näher dran sein, damit mehr von den Dingern treffen. Gut, ein Blick auf meine Uhr sagt mir, dass es auch schon wieder vorbei ist.
Das könnte der ferne Turm da vorne sein, oder? Wo das andere Leuchtfeuer war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der verlorenen Festung. Beim nächsten Mal werden wir uns dann weiter um dieses Gebiet kümmern. Und mal gucken, wohin es uns führen wird. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Sehr gutes Spiel bisher, auch wenn die Bosse sehr leicht sind, so ist es doch immer wieder eine Gamer-Bereicherung, Dark Souls zu spielen. Also, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal und Arrivederci.